Hallo Freunde, beim neuen Video auf diesem Kanal. Wir gehen heute mal hier so eine Art Geisterhaus soll das wohl sein. Ich habe ein bisschen recherchiert. Und zwar soll es wohl eine Irrenanstalt gewesen sein. Oder ja, wir haben Leute hinter uns. Ich mache es mal so, eine Irrenanstalt gewesen sein. Oder Scheiße, wir haben Leute hinter uns. Oder ein Vater soll seine Familie angeblich umgebracht haben, weil er bankrott gewesen ist. Also ich weiß es nicht. Ja, man kann aber im Internet ein bisschen was nachlesen. Wir können da jetzt nicht rein. Ist das hier? Okay, Moment. Seid gespannt. Cut! Ich muss mich nochmal melden hier. Da gibt es noch einiges klarzustellen wegen der Geschichte. Und zwar, ich habe jetzt recherchiert via Google. Und zwar war das wohl eine Jägerfamilie, die hatten wohl da mal gelebt, weiß ich nicht, Datum genau kann ich jetzt nicht sagen, habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Auf jeden Fall war es eine Jägerfamilie. Ja, gut, dazu gibt es zu sagen, es war eine Jägerfamilie. Ich hänge am Jäger fest. Ich versuche eine Überleitung zu finden. Also, es hat ein Jäger gelebt in diesem Gebäude. Also wie ihr es gesehen habt auf dem Video, es ist ja nur noch ein Steinhaufen und hinten dran war ein Stall. Also es war wohl so ein kleiner Bauernhof, Selbstversorger, keine Ahnung. Und zwar war das so, dass mein Hund jetzt gerade getrunken hat und ihr es wahrscheinlich gehört habt, aber es macht nichts. Nur mal so nebenbei. Und zwar ist der Jägervater wohl eines Abends in der Dunkelheit raus in den Wald zum Jagen, wie es halt so ist. Als Jäger geht man jagen. Und hatte seinem Sohn gesagt, er möchte nicht das Haus verlassen, weil das einfach zu gefährlich ist. Weil man in der Dunkelheit könnte man ihn schwer erkennen. Ja, und es kam, wie es kam musste. Der Vater ist dann raus auf die Jagd und hat wohl seinen eigenen Sohn hingerichtet, beziehungsweise hat ihn erschossen. Ja, hat ihn dann wohl mit heimgenommen zur Mutter. Und die dann auch todunglücklich war und hatte sich wohl dann Tage drauf erhängt in der Scheune. Ja, und klar, dass das der Vater bzw. der Jäger kam ja damit nicht klar und hat sich wohl durch einen Kopfschuss am Freitag, dem 13. hingerichtet. So habe ich es gelesen und gut, weiß man nicht, ob da was dran ist, aber kann man besser nachvollziehen. Die Geschichte. Was ich noch dazu sagen muss, ist, dass habe Bilder gesehen vorher, wie ich schon in dem Video gesagt habe, wie es ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. Ich habe auch diverse Berichte gelesen über paranormale Aktivitäten auf diesem Grundstück. Ich habe jetzt in meinem Videomaterial eine kleine einen Ton drauf, beziehungsweise eine Audio, was nicht von mir ist oder von irgendjemand anders, der in der Nähe da war. Man hört zwar was von meinem Lakaien, dass ein Fahrradfahrer kommt, aber von meinem Partner. Das war kein Lakai, das ist mein Partner. Das ist mein Fels in der Brandung. auf jeden Fall, das wollte ich dazu sagen, dass das ich muss sagen, habe das Gelände, wir haben zwei Schnitte gemacht. Wir waren jetzt zweimal da und ich habe das Gelände zweimal betreten. Beziehungsweise beim ersten Mal nicht, weil da wurden wir gestört von dem netten Bauern. Grüße auch an dich, gehen raus. Deswegen mussten wir abbrechen, deswegen habe ich unterschiedliche Klamotten an. Gut, das wollte ich dazu sagen. Doch mal kurz einen Cut gemacht. Ich füge das jetzt ein dann ins Video und dann wisst ihr Bescheid. Vielen Dank. Und bis später. Psst. Ich filme. Wir haben was gefunden. Einmal hier einen Hochstand und dann hier hinten. Kühe. Kühe. Und da hinten sieht man die Häuser. So, jetzt haben wir die Leute abgehängt. Beim Kühe gucken quasi.
Und da vorne kommt ein Kfz. Sag mal, wollt ihr mich hier verarschen oder was? Ah ne, das biegt ab. Gut. Weil die waren auch schwarz gekleidet. Da geht einem der Stift. Achso, ich muss lauter reden für die Freunde. Ja. Gucken wir mal, da hinten war noch der Bauer am Fahren. Ja, seid gespannt, Freunde. Bleibt dran. Ich kann ja die. So, Freunde, ich kann mich nicht fassen. Ach, guck dann hier die Vandalen wieder hier. Guck. Ei, schlimm ist es mit euch. So, also hier das Gebäude, was ihr gerade gesehen habt. Ja, das steht hier direkt am Weg und ja, keine Ahnung. Ich muss ja ein bisschen lauter reden. Jetzt gehen wir mal hier in den Wald rein und gucken, ob wir noch was finden, weil da steht nur so eine alte Steinruine. Mal schauen. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe Bilder gesehen von 2015, 14. Das stand da hinten. Hier, da, wo hier diese Betonplatte steht, da stand noch die Scheune. Die alte. Oh, hier hinten ist auch noch mal ein Loch, habe ich gerade gesehen. Vom Keller. Aber das ist alles zugeschüttet. Alter, da geht ja auch, da will ich gar nicht näher ran. Hab so ein bisschen die Schissbacke voll. Ja, also Freunde, was soll ich sagen? Das war das angebliche Geisterhaus hier. Ich melde mich gleich nochmal. Ansonsten, gut, ich melde mich nicht mehr. Ich sage direkt Tschüss. Seid gespannt auf die nächsten Videos.
Lasst einen Daumen da. Bis dann.